Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks in Jurassic World Evolution 2. Und der heutige Park, der kommt von Jules Past und heißt Jurassic World North Coastal. Und diesen Park werden wir heute gemeinsam besichtigen. Ich freue mich schon. Das Ganze ist auf der UK-Map, welche ich ja richtig schön finde optisch. Da baue ich ja aktuell auch mein Parkbauprojekt drauf und ich hoffe mal, dass ich hier die ein oder andere Inspiration mir dann noch abholen kann von dir. Das wäre cool. Wir haben auf jeden Fall direkt hier so eine Hauptstraße straight Richtung Innovationszentrum mit ganz vielen Besucherläden. Links und rechts ist ja so ein bisschen der Klassiker. Ist halt wie aus dem Film. Hast du aber echt schön gemacht. Und ich liebe immer diese Atmosphäre hier. Das ist so toll. Die ganzen Geräusche von den Gästen in den Restaurants. Wurden übrigens wieder Mods benutzt. Das seht ihr hier ganz gut, weil die Geschäfte so nah aneinander sind. Hast du aber wirklich sehr gut gemacht. Hier ist dann auch so ein Zaun vor, der die Besucher komplett wegblockt. Das ist echt nice, was man so aus den Gebäuden machen kann. Die sehen auch alle komplett angepasst aus. Aber alle schön im gleichen Stil. Von den Farben und sowas. Mega gut. Sieht von unten schon sehr beeindruckend aus, aber ich denke mal, gleich von oben wird es noch krasser sein. So, wir gehen mal Richtung Innovationszentrum. Aber jetzt so Deko-Objekte habe ich jetzt keine mehr gesehen, so Schirme oder Stühle. Die hätten noch ganz gut welche hingepasst. Aber muss ja auch nicht immer sein. Da vorne waren vorhin, glaube ich, Lampen. Also ganz ohne Deko hast du es dann nicht gelassen. Ich finde das immer so schön, wenn man so aus Innovationszentrum direkt zugeht. Und auch hier die Sounds sind so cool. Ist einfach mega atmosphärisch. Wir biegen mal links ab. Ich habe keine Ahnung, was der richtige Weg ist, um ehrlich zu sein. Hier ist dann auch nochmal so eine Unterstützungsanlage. Die Karte ist wunderschön. Ich liebe die. Sieht mega gut aus. Ich finde, die passt auch richtig gut mit diesen Wegen zusammen, so. Die ganze Landschaft. Das ist so cool, ein riesiges Aviarium. Und du hast auch hier natürliche Barrieren verwendet. Hier hast du dann einen Zaun gemacht und links und rechts einfach Berge. Geht natürlich ganz gut mit Mods. Aber ich frage mich gerade, was sich hier drin befindet an Sauriern. Schwer einzusehen, weil das echt ein fetter Zaun ist. Zeigt sich leider gerade noch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rum und schauen uns das da mal an. Und dann können wir gleich einmal von oben gucken. Weil bei dieser Main Street macht das, denke ich mal, schon Sinn, dass wir uns das gleich nochmal schön von oben gönnen. Ach, da sind die Toiletten. Die hatte ich schon vermisst. Aber sind auch relativ nah am Eingang. Finde ich gut. Wir gönnen uns das jetzt aber von oben. Und das sieht wirklich cool aus. Ich liebe diese Main Streets in diesem Stil. Und dann in der Mitte am Ende das Innovationszentrum. Sieht mega nice aus. Rechts dann die Hotels auch noch. Links die Aviarien. Und im Hintergrund sieht man schon eine riesige Lagune und eine Einschienenbahn. Ah, und jetzt sind auch die Dinosaurier da. Die konnten wir gerade nicht sehen. Das sind Metriacanthus. Coole Wahl für den ersten Fleischfresser. Den mag ich auch sehr gerne. Das ist echt schön gestaltet hier. Hier wäre tatsächlich aber noch so ein Aussichtsturm oder so nicht schlecht gewesen. Wobei, man kann doch da hinten hin. Das ist ja cool. Das machen wir aber gleich in Besucherperspektive. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier wieder runter. Das war ja mal mega smart von mir. Ich werde nämlich jetzt direkt hier zum Hotel gehen und dort mal einchecken und mir dann da die Ansicht vom Hotel aus angucken. Es ist einfach wieder so cool hier in dem Pool. Da unten sieht man die Metrias, die gerade ihr Fleisch verspeisen. Also wirklich eine tolle Aussicht. Links dann das Aviarium. Rechts sieht man die Lagune durch die Bäume. Richtig gut gemacht. Was ich noch mega cool finde, ist, du hast hier die Hotels kombiniert. Es sind zwei Hotels aneinander platziert und dadurch entsteht diese mega spannende Form. Voll die gute Idee. Werde ich mir definitiv merken. Können wir auch nochmal hier in den Pool gehen. Ah, da hinten sehen wir eine Einschienbahn. Und ansonsten so ein bisschen Wald.
Also das andere Hotel ist das bessere. Da hat man auf jeden Fall einen besseren Überblick. Wobei man kann natürlich auch hier so gucken, ne? Und dann sieht man auch alles. Das ist gerade echt voll das gute Bild. Links Aviarium, Einschienbahn, Lagune, Fleischfresser. Besser geht's gar nicht. Machen wir direkt den Sprintmodus an. Hier geht's nämlich schön bergauf. Ist übrigens auch nicht zu steil und hast du echt gut übergeglättet. So mega gute Wegearbeit. Und hier links, das haben wir gerade schon von oben gesehen, da kann man dann nochmal zu den Metrias ins Gehege schauen. Finde ich eine richtig gute Idee, dass du den Weg hier nach oben geführt hast. Und dann hat man nochmal so ein bisschen High Ground und kann dann schön von oben in das Gehege nach unten schauen. Das ist richtig toll gemacht. Und auch dann sehr cool mit den Lampen hier gelöst. Wäre halt echt noch cool, wenn es in Jurassic World Evolution 2 so einen ja, kleineren Sound geben würde. Das würde ich noch feiern. Vielleicht kommt sowas ja noch mit Mods oder DLCs, wer weiß. Ich finde das immer echt krass, wie groß alles wirkt, wenn man so in Besucherperspektive ist. Weil man ist halt so mega winzig und alles wirkt so riesig. Von oben sieht immer alles viel, viel kleiner aus. Halt heftig, wie groß dieser Zaun ist und wie hoch hier diese ganzen Zäune und Wände sind. Da kann man gar nicht mal rüber gucken. Also man klettert hier rauf, dann kann man springen. Na, wir gehen mal weiter und gehen mal zu dieser Beobachtungsgalerie. Danach gehen wir zum Aviarium. Ich weiß, ich gehe voll den komischen Weg, aber macht ja nichts. Ah, hier hast du drei Stück in der Reihe platziert. Ich würde sagen, wir nehmen die mittlere. Das ist, denke ich mal, eine sehr gute Entscheidung. Und da links gibt es auch noch was zu sehen. Das schauen wir uns danach an. Ist auf jeden Fall riesig. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Aber das dürften Tylos sein. Ich glaube, das sind zwei Stück. Schade, dass die den Haifi da nicht benutzen. Gehen wir nach unten. Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr. Oh, da ist sogar gerade einer. Ist ja perfekt. Hat man ihn wenigstens so ein bisschen gesehen. Besser als gar nicht. Das ist halt echt schade, dass die... Oh, Fische. Yay. Ist halt echt schade, dass die den Haifi da nicht benutzen können. Ich meine, groß genug wären sie, ne? Ganz locker sogar. Aber das ist cool, dass sie so viel an der Oberfläche schwimmen. Dann sieht man die wenigstens. Auch ein ganz, ganz toller Wassersaurier. Auf der anderen Seite gibt es auch noch Beobachtungsgalerien. Da müssen wir, glaube ich, aber da nicht mehr reingehen. Oh, wie gut. Kommt ja mega nah gerade. Es ist ja mega perfekt. Besser geht's halt gar nicht. Oh mein Gott. So viel Glück muss man erstmal haben. Aber wir gehen jetzt weiter. Ich will jetzt wissen, was auf der anderen Seite hier ist. Das sind auf jeden Fall Pflanzenfresser, aber ich kann sie noch nicht erkennen. Leider auch nicht ranzoomen. Ah, da sind Dryos und wir gehen einfach mal rein. Müsste doch gehen. Ah, wollte doch sagen. Gibt es nämlich eine Taste für. Okay, Nigersaurus dürfte es sein. Ja, das ist ein wunderschöner Nigersaurus. Auch wieder seine Zunge benutzt beim Trinken. Und Dryos. Kommen wir nochmal von der anderen Seite an das Gehege ran. Dann sieht man die da auch nochmal. Also eigentlich kann man die wirklich mega gut erkennen. Wie groß der Zaun ist. Hier ist einfach noch so ein Maschendrahtzaun bis auf Menschenhöhe, also ungefähr 2 Meter. So krass. Das stört natürlich ein bisschen beim Schauen, deswegen gehen wir mal durch. Ich finde die Farbwahl von den Dinosauriern auch sehr gut. Alles sehr natürlich. Oh, voll süß. Ich glaube, jetzt geht's ins Aviarium. Sprinten wir mal hier über den Rasen rüber. Da kenne ich nichts. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Hier auf jeden Fall schon Propionatus. 2 Stück. Da hinten einen auf dem Felsen und einen hier vorne am Snaggen. Das sind auch Tropiognathus. Ich glaube, hier sind wirklich nur Tropios drin. Reicht ja auch, ne? Die sind ja riesig, die Dinger.
Aber das ist echt cool, dass die mittlerweile alle auf den Felsen und sowas landen. Eure Safe Games sind wahrscheinlich noch von bevor das eingefügt wurde mit der Funktion. Sonst hättet ihr wahrscheinlich hier vorne noch Felsen und sowas hingemacht, könnte ich mir gut vorstellen. Aber da fährt auch noch eine Jurassic Tour durch. Richtig cool. Das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht so viel gucken. Ich schau jetzt mal ganz kurz von oben. Machen wir das mal schnell. Das hier war die Lagune, wo wir von waren. Die ist echt mega riesig. Finde ich übrigens cool, dass du hier die Einschiebbahn rübergeführt hast. Das war das Metriacanto-Gehege. Das finde ich auch ultra gelungen. Voll schön geworden. Und das Aviarium werden wir gleich von innen noch sehen. Das hier war das Nigersaurus und Dryo-Gehege. Wow, hier gibt es noch voll viel zu entdecken. Oh mein Gott, ist der groß. Vielleicht muss ich mich mal ein bisschen ranhalten, damit ich die Tour dann ein bisschen genießen kann. Ich glaube, ich fliege mal ein bisschen von oben. Dann sehen wir das ein bisschen schneller. Hier sind einige Hotelanlagen und auch noch Besucherläden. Finde ich cool, dass du hier auch Strohdächer gemacht hast. Passend zu den Hotels in Jurassic Park Style. Voll cool aus. Also ein komplett anderer Bereich. Und die Tour ist, glaube ich, richtig beeindruckend. Sogar mit Jurassic Park. Okay, die fahren wir jetzt. Bevor ich jetzt weitergehe, ich will jetzt den Eingang finden dazu. Wo geht's los? Hier. Let's go. Und jetzt bin ich echt gespannt, was uns erwartet. Der Park ist auf jeden Fall schon mal riesig. Aber die UK-Map ist doch voll klein. Dann muss das irgendeine andere Map, glaube ich, sein. Bin mir gerade echt nicht sicher. Die Felsen hier sehen cool aus. Das ist auch so schön, die verschiedenen Felsfarben kombiniert miteinander. Voll gut gemacht. Und dann fährt man mit der Strecke einmal hier um die Felsen herum. Weiß gar nicht, ob die uns angreifen könnten. Ich glaube aber nicht. Was macht der da? Okay, der landet. Wir überholen jetzt auch die Kollegen. Kann man hupen? Nee, schade. Aber wir können in die Innenperspektive gehen. Jetzt geht's los. Willkommen in Jurassic Park. Und direkt so ein fetter Zaun. Also hier erwartet uns wahrscheinlich ein Fleischfresser. Okay, kein Fleischfresser. Sind Ankis. Ah, das Spiel ist so schön. Das Gehege sieht wieder richtig toll aus. Richtig schön dschungelig. Ja, Ankis sind ja auch ein Klassiker. Kann man nur lieben. Oh, hier ist so ein Zwischenbereich. Oh, und links sieht man dann einen Spino. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, dass man hier mit einem Zaun noch getrennt ist von dem Spino. Weil es halt schon ein bisschen unlogisch, ne, wenn man so ein Auto in ein Spino-Gehege reinfahren lassen würde. Aber es ist so cool gemacht, dass man den dann trotzdem noch beobachten kann mit dem Auto. Oh, das ist ja eine richtige Idylle hier. Das große Tal. Wer kennt es aus einem Land von unserer Zeit? Was ist das schön? Es ist so schön, hier gerade durchzudüsen. Das sieht so cool aus. Oh mein Gott. Dann sehe ich Gullies und Brachios. Mega. Und man könnte sogar da unterfahren und dann durchs Glasdach gucken. Das ist ja cool. Gott, der kommt näher. Wir sollten vielleicht Rückwärtsgang einlegen. Oh, Paras sind ja auch. Richtig gute Dinosaurierwahl und echt schön gestaltet, das Ganze. Sieht echt aus wie eine Idylle. Und diese Soundkulisse mit den Dino-Schreien. Mega gut. Bitte lauft mir nicht ins Auto, ihr kleinen Racker. Oh Gott, da kommen sie schon. Oh Gott.
muss hier schnell weg. Ich habe mehr Angst vor den Gullis als vor dem Spino. Jetzt wieder Vollgas. Und hier hast du auch wieder eine Stelle eingebaut, wo man den Spino sehen kann. Leider zeigt er sich gerade nicht. Aber mega gut gemacht. Und ich glaube, ja, da hinten sind die los. Da fahren wir aber, glaube ich, jetzt auch noch rein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da fahren wir rein. Das ist hier halt wirklich so richtig die Jurassic Park Dinos benutzt. Sind, glaube ich, auch alles die Skins aus dem Film. Da kommt schon so ein bisschen Nostalgie hoch. Und das war die Tour. Die war wirklich richtig gut. Kriegt eine 10 von 10 von mir. Hat mega Spaß gemacht. Wir schauen natürlich trotzdem nochmal von oben rüber. Also die Hotels haben wir da vorne gesehen. Dann sind wir hier ins Anki-Gehege gefahren. Da rechts ist das Spino-Gehege. Das ist halt auch wirklich sehr gut gelöst, dass man da nicht direkt reinfährt. Fand ich eine sehr gute Entscheidung. Und dann war hier das große Pflanzenfresser-Gehege. Welches echt mega idyllisch aussieht. Und im Hintergrund sogar so das Meer. Das ist echt toll. Da hast du übrigens dann auch die unsichtbaren Zäune wahrscheinlich hintergemacht, damit da keiner ausbüchst. Und hier dieses riesige Gewässer. Und dann fliegen wir hier nochmal schnell rüber. Das hier dürfte nochmal Spino sein. Ja, guck mal, jetzt sieht man ihn sogar. Das wäre vorhin perfekt gewesen, wo wir da vorbeigefahren sind. Auch der Skin aus dem dritten Teil, oder? Ja, dürfte eigentlich. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Und dann hier nochmal die Dilos. Das war's mit der Tour. Mega gut. Ich habe gerade übrigens mal von oben geguckt. Das ist die Deutschland-Map, nicht die UK-Map. Also die ist natürlich dann wesentlich größer. Und wir haben noch echt viele Gehege vor uns, deswegen werde ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Hier rechts ist übrigens die Lagune. Und hier links ist das nächste Gehege. Mit Triceratopsen, so wie es aussieht. Da werden wir uns auch gleich von den Türmen da anschauen, würde ich sagen. Da gehe ich jetzt mal rein. Also wenn das nicht mal eine tolle Aussicht ist, mit Meer im Hintergrund. Oh, die sind voll viele Dinosaurier drin. Mega gut. Dreadnoctus, Edmontos und Archaeornithimimus, oder wie die hießen, glaube ich. Oh, und sogar ein Acarodontosaurus, den ich mal wieder wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe, aber das macht nichts. Krass. Einfach so ein Fleischfresser da mit reingepackt. Und da links natürlich die Triceratopse. Ist aber auch ein großes Gehege. So sieht das Ganze von oben aus. Was ich mega cool finde, ist dieser Fluss, der sich durch das ganze Gehege zieht. Und ich finde es richtig cool, dass man da unten noch viel mehr vom Park sehen kann. Und ich habe mich gerade dazu entschieden, dadurch, dass ich so lange Laufwege und sowas hier habe, jetzt einfach von oben zu fliegen. Können ja an bestimmten Stellen dann auch noch in die Besucherperspektive gehen, wenn es sich anbietet. Aber jetzt gerade schaue ich mal von oben. Cool gelöst hier übrigens. Sieht nice aus. Schönes Blumenbeet. Hier haben wir das nächste Gehege direkt. Das sind... Ah, was sind's? Albertus dürfen es sein, ne? Falls ich irgendwo was falsch sage oder so, korrigiert mich gerne. Finde ich auch wieder richtig gut gelöst. Auf der Rückseite sieht man gar keinen Zaun, nur Berge und Wald. Mega schön. Das Ganze von oben aus. Dann biegen wir mal hier links ab. Hier geht es nämlich jetzt ein ganzes Stück weiter. Und ihr seht schon, ne, in Besucherperspektive hätte das hier ewig gedauert. Da hast du bestimmt auch viel Zeit investiert in den Bau. Der Park ist wirklich gigantisch. Ich finde es übrigens auch krass, dass das noch so gut läuft von den FPS. Oh, das ist ja auch cool. Wenn man hier runterläuft, hat man einen perfekten Blick in das Gehege. Mit ganz vielen Redwood-Trees. Und da hinten ist, glaube ich, ein Acrocanto.
Oder jagt, glaube ich, gerade. Auch eine sehr coole Animation. Kickt die einfach so um die Ziege. Hier rechts können wir auch nochmal schauen. Ins nächste Gehege. Das ist auch sehr bergig, das Gehege. Hättest du vielleicht noch ein paar Felsen vormachen können. Der Übergang ein bisschen cleaner ist. Ist wahrscheinlich nicht mehr zugekommen, genauso wie hier. Ich habe aber vorhin schon Raptoren gehört und die sieht man hier auch. Oh, das Raptorengehege ist ja krass. Mega gut gestaltet. Schön die Höhenunterschiede. Schön bepflanzt, viele Felsen. ...2003 Männchen dürfte das sein hier. 2003 Weibchen. Nicht 2003, 2001. Sorry. 2003 ist gar kein Film rausgekommen. Ich finde das mega schön gestaltet hier. Richtig gut. Ich sehe schon, ne? Ich habe so viel zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken soll. Hier links kann man sich auch nochmal hinsetzen und dann dem Akokanto beim Jagen zusehen. Auf der anderen Seite hat man dann auch im Hintergrund schon, wenn man hier unten steht, den ein oder anderen Sauropoden, den man entdecken kann. Voll gut. Wir gehen jetzt erstmal hier links weiter. Kommt auch schon wieder das nächste Gehege. Was erwartet uns hier? Auch wieder Pflanzenfresser. Ja, diese Lücken hier finde ich nicht ganz so gut. Also da hättest du noch echt ein bisschen Felsarbeit machen können. Das wäre cool gewesen. Ja, ich finde es natürlich immer schön, wenn man dann von oben so runter gucken kann ohne Zaun. Und die Gehegegestaltung ist wirklich super. Schön Höhenunterschiede und Felsen und sowas eingebaut. Und mega verwuchert. Sieht echt toll aus. Nehmen wir auf jeden Fall Stegos. Und Stegimoloch ist es, glaube ich. Amagas haben wir da sogar auch. Wie klein die sind. Im Gegensatz zu dem Stego. Hätte ich gar nicht gedacht. Und hier haben wir ein Dead End. Mit einer Toilette. Und das Ganze ist direkt am Meer. Ist das nicht schön? Ist das so schön gemacht mit der Gehegegestaltung? Vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel Bepflanzung. Also jetzt vielleicht die eine oder andere Stelle ein bisschen freilassen können. Aber es sieht trotzdem optisch echt schön aus. Ich finde es auch cool, dass du so verschiedene Gehege gebaut hast. Dann mal ein Redwood Tree Gehege und so weiter. Oh, hier fährt eine Tour durch. Da brauchen wir gar nicht so genau gucken da. Aber auch hier das Meer wieder im Hintergrund. Voll nice. Wie viele Touren und so es hier auch gibt. Das ist echt unglaublich. Wir gehen jetzt erstmal hier nach rechts. Da ist nämlich auch nochmal so ein Platz, wo man sitzen kann. Ganz vielen Stühlen. Ist mir tatsächlich schon ein bisschen zu viel. Also es sind schon ein bisschen zu viele Tische. Vielleicht hättest du ja noch ein kleines Gebäude so mit reinbauen können. So ein kleines Café oder sowas. Das waren die Raptoren hier links. Hier rechts, sorry. Und links haben wir auch nochmal ein Gehege, was wieder komplett anders aussieht. Das ist so eine Art Sumpf, würde ich jetzt sagen. Ich sehe da auch schon einen Fischfutterspender. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass hier auch dann Baryonyxe oder so drin sind. Vielleicht Suchus. Weil Spino hatten wir schon. Oh mein Gott, ich habe einen gefunden. Da ist wirklich ein Sucho drin. Schläft allerdings gerade. Will ich jetzt auch nicht weiter stören. Aber interessanter Skin. Ich glaube, der ist ja auch nicht alleine drin, aber ich weiß gerade nicht, wo der andere ist. Deswegen geht es jetzt weiter. Und zwar hier vorne in die Gyrosphärenfahrt. Da gehen wir jetzt hinein und fahren die mal. Ich werde jetzt auch Vollgas geben, Leute. Weil der Park ist echt riesig. Oh, was ist das? Das ist ein Mamenchi. Ich glaube, ja. So groß wie der ist, kommt das hin. Das ist auch so cool, dass die Sauropoden mittlerweile von den Bäumen und sowas essen. Boah. Die Gyrosphäre lenkt sie irgendwie komisch. Trotiomimus haben wir hier auch. Hier geht es dann auch schön um so einen Felsen rum.
Sowas finde ich auch mal sehr gut. Und dann kann man hier wirklich die Pflanzenfresser mega gut beobachten. Aber hier sehen wir dann auch noch mal ein... Was ist denn das? Ist das ein... Mutabura? Mayasaurer? Eins von beiden. Ich muss gerne mal checken, ehrlich gesagt. Mayasaurer, okay. Ich glaube, das heißt gute Muttersaurier übersetzt. Toller Skin. Oha. Okay, die Kamera spackt weg, aber das macht nichts. Also die Tour würde sich hier noch ganz schön durchschlängeln. Werde ich jetzt nicht komplett fahren. Ich glaube, wir haben alle Saurier in dem Gehege gesehen. Ey, es ist halt so gigantisch, ne? Schaut euch das an. Wie viele Gehege einfach hier in diesem unteren Bereich schon untergebracht sind. Das ist wirklich krass. Und die Dinos kriegen schon niedrige Gesundheit, weil ich so lange brauche. Ja, mega. Auch hier cool mit den Klippen, aber das ist ja normal von der Karte. Finde ich aber richtig cool, dass man dann hier so runterschauen kann. Dadurch entsteht irgendwie voll die coole Optik. Wir gehen jetzt aber hier ein ganzes Stück wieder hoch und gehen jetzt hier in diese Richtung weiter. Den Teil des Parks hatten wir nämlich auch schon gesehen. Ihr seht ja, wie groß es ist, ne? Wahnsinn. Aber wir gehen jetzt hier mal wieder weiter. Schön unter der Einschienbahn durch. Sieht auch sehr gut aus. Und hier geht's auch noch weiter. Und hier hast du auch wieder richtig viel gestaltet. Oh, das ist ja cool. Du hast die Dinger als natürliche Barriere benutzt hier. Die Blumenkästen. Da sind Homalocephale drin. Voll schön. Tolle Idee. Da fehlen halt wieder die kleinen Zäune, ne? Die brauchen wir echt noch im Spiel. Wäre halt noch schöner gewesen mit kleinen Zäunen und dann so Blumen dahinter so ein bisschen. Aber ich finde die Idee richtig gut. Haben wir hier. Gute Frage. Ah, auch wieder Pflanzenfresser. Dracorexe dürfen es sein. Und Gigantspino. Oder irgendein anderer. Die verwechsel ich sowieso immer. Könnte auch ein Huyango oder sowas sein. Hier hast du auch noch ein bisschen Entertainment eingebaut. Bowlingbahn, Golf. Und auch noch Beobachtungstürme und Galerien. Oh, was machen die da? Schlagen sich die Schädel ein. So, wir fliegen weiter in diese Richtung. Und hier gibt es noch eine Tour. Krass. Wie viel du hier untergebracht hast auf dieser Karte. Nicht schlecht. Bin echt beeindruckt. Haben wir auch noch mit dieser Jurassic Tour. Haben wir einmal alles durch, alle drei Touren. Let's go. Hier gibt's Apatos. Und das ist, glaube ich, ein Corito da hinten, der da rennt. Diesmal schnell hier rum. Vielleicht sehen wir ihn dann nochmal. Ah, hier ist auch noch was. Ja, was ist das jetzt? Nodo? Greift mich auf jeden Fall an. Könnte Nodo gewesen sein. Zwei Dinosaurier haben schon niedrige Gesundheit. Ups. Braucht einfach zu lange. Jetzt bin ich bis zum Ende durchgedüst und habe die anderen Dinos gar nicht mehr gesehen. Schauen wir mal schnell von oben. Ich glaube, das waren Coritos. Ja, das waren Coritos. Hier seht ihr sie nochmal. Cooler Skin. Und ich schaue jetzt mal, ob es echt Nodos waren. Das interessiert mich gerade. Boah, ich bin so gut. War halt wirklich ein Nodosaurus. Not bad. Und ja, ich glaube, das war's, Leute. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber ihr könnt den Park auch gerne selber ausprobieren, denn der ist hochgeladen in der Videobeschreibung. Die Einschienbahn werde ich jetzt nicht fahren. Die ist halt eigentlich nur dafür da, dass man von diesem Bereich in den da hinten bekommt, wo die Jurassic Park Tour war. Und wie gesagt, falls ihr den Park mal selber ausprobieren wollt, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Falls ihr ja auch einen Park gebaut habt, den ihr gerne einsenden wollt, schaut dann auch in der Videobeschreibung vorbei.
Und falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.